Tag eine Herausforderung. Ja. So gleich wieder fertig. Ja. Hier ist auch sowas. Hier hilft jeder jedem. Und am Ende des Tages sitzen wir alle in derselben Achterbahn. Erstmal sind Dann steigen Sie ein. Jit. So. Was geht ab? So, Kretze, Alter. Hast du meinen Jeep? Ja, Mann. So, hier bist du schon mal fett gemütlich, Alter. Ja, gell? Du sitzt denn geil. Was hast du denn für fette Schlappen draufgezogen? Du wirst gleich noch aus einem Balken fallen. Da kannst du kurz hin? Jo. So. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte bei Instagram eine schnelle Umfrage gemacht. Ich fahre nämlich gerade den Kretz abholen und auf Arbeit mit dem Jeep. Mit dem 4,7 Liter und ich habe Offroad-Reifen drauf. Und gleich wird Kretze, ja, sein Spitzname, aus einem Wolken fallen, weil es ist, glaube ich, ziemlich laut. Hast du schon in der Story geguckt? Ja. Okay. Also 87 Dezibel können wir uns mal richtig schön geben. Machen wir kurz die Tür auf. Aha. Oh, an das Ding. Das wird eine gute Fahrt. Ja. Ja, Mann. Das ist mein ich habe jetzt schon, wir springen jetzt quasi ins Video rein, ich habe jetzt schon 280 Kilometer fast mit dem Wagen runter. Und wir sind schon bei angenehmen, soll ich schon sagen? Jo. 13,6. Die Drohnen hier über uns. Und dazu muss man sagen, eigentlich Reisegeschwindigkeit sind 120, ich bin mit ihm 100 gefahren. Das ist schon echt scheiße, Mann. Aber das Schlimmste ist nicht der Verbrauch, nein, das Schlimmste ist der Geräuschpegel. Ist so schlimm? Ja, Mann. Also ich weiß nicht, ich werde gleich mal dich filmen, du kannst gerne mal deinen Senf dazu geben. Oh, ich bin gespannt, ey. Wir fahren 40, das geht, ne? 40, also zur Not fahren wir 40. Und vor allem, also schnell ich mich jetzt hier an, ja, die Kamera da. zur Not können wir ja querfeld einfahren mit dem Reifen. Also mit dem Auto geht wirklich so einiges Offroad-technisch. Das werden wir dann auch noch mal unter der Woche ein bisschen testen. Ja, ist kein Vollgas. Ja, ja. Wie hoch man jetzt einfach sitzt mit diesen fetten Flappen da drauf, Alter. Das ist geil, ja, das ist mega geil. Man hört die Reifen auch so laut, ne? Ja, wir fahren 55. Das ist schon scheiße. Aber ja, wir fahren jetzt mal Richtung Autobahn. Ich filme nochmal Kretzes Reaktion, wenn wir gleich on the road auf der Landstraße sind. Und ja, dann geht's einfach auf der Autobahn weiter. Ich hole euch den. Ja, Kretze. Ja. Wie willst du es? Willst du es mit Vollgas oder willst du entspannt hochbeschleunigen? Ich bin die totale Dröhnung! Okay. Auf der Fahrt getroffen, habe mich noch mal kurz mit den 20 Minuten unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob man es noch im Video hört. Ich habe extra Radlager vor der Fahrt getauscht, damit es leiser wird. Ich gehe mal vom Gas, dass der Motor gar nicht mithilft. Das sind nur die Reifen. Alter, diese Schlappen, ne? Ja gut, wir fahren mal auf die Autobahn, schauen, was davon draus sagt. So, wir haben jetzt 340 Kilometer hinter uns. Der Verbrauch, Moment, sagt 14,0. Das, ich habe gerade am Anfang kurz noch mal gezeigt, wie der Wagen so vorwärts geht. Und seitdem ist es von 13,9 sogar auf 14 noch mal hochgegangen, obwohl wir dann eigentlich nur noch gerollt sind mit 100. Ja, das ist so ein Verbrauchswert, den wir mal haben können. Wenn ich 120 fahren würde, wäre das mit Sicherheit bei 14 halt mindestens, wahrscheinlich ja bei 15 Liter. Weil wir heute 400 Kilometer mit der Tankfüllung schaffen wollen, müssen wir halt 100 fahren. Genau. Wir, Alter. Tut mir leid wegen dem Quietschen, keine Ahnung, was da hinten quietscht. Das ist ja die ganze Zeit nicht gequietscht. Ja, wir sind jetzt in nächster Zeit da, deswegen würde ich das jetzt hier abschließen, das Video. Ihr kriegt noch ein paar Aufnahmen von draußen, damit ihr seht, wie die Karre ausschaut. Das Videomaterial ist natürlich nicht von jetzt, weil es ist stockdunkel draußen, ist ja Schwachsinn. Ja, und ich bin echt froh, wenn die Fahrt vorbei ist, weil es ist laut. Sagst du, Kretze? Ja, schon geschmeidig, ja, für die Ohren, ja. Ja, man gewöhnt sich irgendwann dran, aber ist halt so. Klappe die dritte. Klappe die dritte. Einen kurzen Nachbrenner habe ich noch. Jeeps
das Problem von den Karren ist nicht mechanisch oder so, Motor geil, Getriebe funktioniert, Antriebe und sowas, wenn du nicht zu krasse Reifen drauf machst, funktioniert alles gut, aber die Elektronik ist dann ist nicht so toll. Ich bin zum Beispiel froh, dass die Klimaanlage, der brauchst du nicht drauf, dass der Klimakompressor gar nicht angeschlossen ist, weil sonst würde der, jetzt kannst du doch dahin filmen, hier irgendwo, ich glaube hier drin, ist der, ja okay, so genau nicht, ist der Infrarot-Sensor, um den Innenraum, die Temperatur zu messen. Und irgendwann wird dieses Display warm und dann denkt er, okay, es ist verdammt warm in der Karre und dann ballert er dir im Winter kalte Luft hier rein, obwohl du auf 25 Grad gestellt hast. Noch so ein Ding, film mal den Tacho. Jetzt leuchtet seit ein paar Kilometern auch noch das hier, das angeblich die Handbremse angezogen ist. Manchmal leuchtet hier drüben auch die Motorkontrollleuchte, die geht aber manchmal auch wieder aus. Die ist jetzt in dem Moment wieder aus. Keine Ahnung, wann das wieder ausgeht. Die Handbremse wird bei mir nie genutzt. Und was auch manchmal geil ist, manchmal blinkt er halt nicht mehr. Für einen halben Tag oder so. Und dann blinkt er wieder und dann ist wieder alles tutti. Da kann man Relais tauschen. Bei dem Scheiß weiß ich nicht, was da los ist. Ja. Und ach so, ABS, habt ihr auch gesehen, leuchtet auch schon seit Jahren, aber das funktioniert halt auch einfach nicht. Drei Tage später. So, was meint ihr? Funktioniert das so? Wahrscheinlich nicht. Ich brauche einen neuen Reifen. Oben zwischen Bremen und Hamburg. Eine kurze Info muss ich euch noch geben. Als wir dann angekommen sind, haben wir den Wagen abgestellt, haben den Wagen eine Woche genutzt. Ich habe den dann oben stehen lassen. Und als ich dann wieder kam, war eigentlich noch alles okay, die darauffolgende Woche. Aber im Laufe der Woche wollte ich dann nochmal einkaufen fahren und ich hatte plötzlich keine Luft mehr auf dem hinteren rechten Rad. Aber bei meiner Arbeit, da muss ich 6 bis 7 Kilometer zur nächsten Tankstelle fahren, um da Luft aufzupumpen und das auf der Landstraße. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt. Da ist mir nämlich der Reifen dann um die Ohren geflogen und zwar so richtig. Da habt ihr jedes Videomaterial zu. Ja, dann stand ich da mit defekten Reifen und brauchte dann eine Lösung. Ich musste den Wagen wirklich auch dann am Ende der Woche wieder mit nach Hause nehmen, weil ich die Karre voll mit Gepäck hatte. Und da brauchte ich irgendeine Lösung. Reifendienst oder Reifenservice, irgendeinen Händler, das wäre relativ teuer geworden, da so einen Offroad-SUV-Reifen zu kaufen. Und da habe ich mich im Internet hingesetzt und da ist es wieder so geil, diesen Jeep zu haben. Den Grand Cherokee, da gibt es alle möglichen Ersatzteile online auf eBay Kleinanzeigen. Und da hat tatsächlich ein Typ alle 4 Kompletträder mit Reifen für, ich glaube, 300 Euro angeboten. Und in dem Preis inklusive mit Verhandeln hat er mir sogar die kompletten Räder zu mir gebracht, weil ich war nicht mehr mobil. So, ich wollte jetzt hier diesen wunderschönen Reifen wechseln. Oder das Rad besser gesagt. Und habe hier so einen Notwagenheber gekriegt. Guckt euch mal das Ding an, wie weit das hier absteht. Und man kann es nicht mal mehr drehen, weil jetzt hier das auch hängt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie dieses Ding funktionieren soll. Und jetzt kriege ich es gar nicht mehr raus, weil sich das Ding hier irgendwie zurecht bewegt. Sehr merkwürdig. Ich brauche einen anderen Wagenheber. Nachdem ich dann endlich einen anderen Wagenheber organisiert hatte, hat das auch geklappt. Ich konnte die Serienräder wieder draufziehen und hatte dann auch freie Fahrt, um wieder zurückzufahren und den Verbrauchstest auch mal mit Serienbereifung zu machen. So, wir sind schon wieder auf dem Rückweg und zwar jetzt mit komplett Serienbereifung. Normale 265... 70, 16 Zoll, ich schreibe es euch hier hin. Genau. Und den Kretzer habe ich gerade schon wieder abgesetzt. Die Karre ist voll mit Gepäck, weil Arbeit ist halt so. Ne? Ich mache mal das Licht an hier, falls ihr da mehr seht. Genau. Und jetzt haben wir halt die Serienreifen drauf und probieren es nochmal einen besseren Verbrauch hinzukriegen. Jetzt von der Küste wieder runter zu mir. Wieder die gleiche Strecke, die 400 Kilometer. Und ich hoffe einfach, dass diese Reifen einen deutlich, deutlich besseren Effekt haben. Zumal ja auch bei den großen Reifen der Bordcomputer gar nicht mehr gestimmt hat. Der hat ja 14 Liter angezeigt und das waren ja in Realitas, durchs Tanken habe ich das dann mitbekommen, 16 Liter Durchschnittsverbrauch. Genau. Ja, jetzt sind wir hier bei 12 Litern aktuell. 12 Liter sind schon mal okay. Also ich fahre ja auch wieder nur 100 wie mit den anderen Reifen, damit wir einen direkten Vergleich haben. Normal ist ja meine Reisegeschwindigkeit 120. Ich muss aber sagen, ganz leise ist es hier drin auch nicht. Ich zeige euch gleich nochmal einen Dezibel-Test oder schreibe es hin, wie laut er ist. Das vordere linke Radlager, was ich noch das vordere rechte, was ich noch nicht tauschen konnte, das hört ihr das?
ist bei 80 schon ziemlich lang. Ja, und dann sei dein Bilde, ne? 3 Stunden später. Ich komme nun langsam am Ziel an, habe schon 390 Kilometer hinter mich gebracht. Der Verbrauch sagt, sage und schreibe, 11,7 Liter. Das kommt also so ziemlich wieder auf die normalen Verbräuche, die ich mit dem Jeep kenne, hin. Da waren es nämlich normalerweise, wenn ich 120 km/h Reisegeschwindigkeit gefahren bin, 12,5 Liter. Genau. Ich bin jetzt hier mit exakt der gleichen Geschwindigkeit gefahren, laut Tacho zumindest, wie mit den Offroad-Rädern, und zwar 100 km/h. Die Offroad-Räder werden etwas schneller gewesen sein, weil sie ja einen größeren Abrollumfang haben und dadurch der Tacho nicht ganz genau passt, aber so ist es halt jetzt. Deswegen ist die Spritverbrauchsanzeige, also der Durchschnittsverbrauch, auch noch ungenauer, was den Computer betrifft. Jetzt sind ja eigentlich Räder drauf, die wirklich auch serienmäßig so auf dem Fahrzeug drauf sein sollten. Deswegen bin ich gespannt, ob der Bordcomputer die Wahrheit sagt. Und werde jetzt erstmal einfach aus Interesse direkt zur Tankstelle fahren. Das ist übrigens dann ziemlich genau, ich glaube auf 1-2 Kilometer genau, die Strecke, die ich vorher auch mit den Offroad-Reifen hochwärts gefahren bin. Da fahre ich jetzt mal zur Tankstelle, wir gucken uns das an und ich hole euch dann gleich wieder mit dazu. So, nach der Zapfsäule kommt die Wahrheit. Und zwar haben wir 50,4 Liter verbraucht jetzt auf der Strecke von 403 Kilometern. Und da komme ich auf einen Durchschnittsverbrauch von 12,5 Litern. Also das, was er eigentlich früher mal normal verbraucht hat, ist jetzt auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe. In Realverbrauch, aber früher habe ich mich auch nur auf die Anzeige gestützt, die jetzt hier zum Schluss 11,7 Liter angezeigt hat. Damit habe ich auf dem Rückweg beim aktuellen Spritpreis von 1,81 92 Euro gebraucht. Auf dem Hinweg habe ich für 120 Euro Sprit verballert. Das heißt 30 Euro allein nur für die Reifen und 3,5 Liter pro 100 Kilometer. Das ist schon krass, ne? Ja, das schließt jetzt so ziemlich das Video ab. Wir haben erstmal ein paar Zahlen zum Jeep. Ja, ist schon ein teures Unterfangen, wenn man kein Autogas hat. Scheiße. Na gut, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.